So, Kevin Gloß. Ja, heute wieder Ersatzmal für den Philipp. 7-1 gewonnen. Du hättest aber lieber zu 0 gespielt, oder? Ich hätte zu 0 gespielt. Es ist ärgerlich, immer in den letzten Minuten ein Gegentor zu bekommen. Gerade immer durch blöde Aktionen, ob es mit der Hand ist und vor allem, wie es halt immer passiert, muss einfach nicht sein. Ja, beim Stand von 2-0 die erste Chance für Schwabbeck heute im Spiel. Haben lang nichts aufs Tor gebracht, die aber souverän abgewehrt. Wenn was kommen ist, hast du es eigentlich immer gehalten. Jetzt 7-1 heute, Tabellenführer heute. Gleiche Spielanzahl wie Kaufering. Ja, jetzt geht es eigentlich nur noch darum, das Ding heimzuschaukeln und die Meisterschaft einzufahren. Genau, also wichtig ist halt, dass wir einfach die nächsten Spiele konzentriert spielen, sicher auftreten, selbstbewusst auftreten. Und dann denke ich, dass wir die Spiele auch richtig mit den Punkten dementsprechend auch hierher bringen. Kevin, herzlichen Glückwunsch und dann sehen wir uns in Diedorf. Danke dir. Der Trainer vom SV Schwabeck ist bei uns, Josef Schlügel. Josef, 1-7 aus eurer Sicht, auch wenn es für euch eigentlich um nichts mehr geht. 1-7 ist doch ein bisschen unter Wert verkauft, oder? Ja, es war eine deprimierende Niederlage. Es war teilweise ein Klassenunterschied zum Sehen. Man hat natürlich klar gemerkt, bei Eichstätten geht es um den Aufstieg und Meisterschaft. Ist natürlich vom Einsatz her waren uns, wie gesagt, in allen Belangen überlegen. Unsere Mannschaft hat natürlich momentan das Problem, dass wir sehr viele Verletzte und Ausfälle haben. Gegenüber der Vorrunde fehlen uns 4 bis 6, teilweise 8 Spieler, sind nicht zu ersetzen. Das ist unser Problem. Wir hoffen, dass wir die Saison noch annehmbar über die Runden bringen und dann hoffen, dann wieder im nächsten Jahr gestärkt in die Liga gehen können. Eichstätten wird mit dieser Leistung, sage ich mal, bestimmt vorne bleiben, werden auch den Aufstieg in meinen Augen schaffen, haben einen guten Lauf, haben eine gute Mannschaft, hochverdienter Sieg, gibt es nichts anderes zu sagen. Josef Schlügel, danke fürs Interview und nächste Woche wünschen wir euch ein besseres Ergebnis. Danke dir. So, Paolo Mavros, 7-1 gegen Schwabeck. Gleiche Spielanzahl jetzt wie Kaufering, aber jetzt auch alleiniger Tabellenführer. 3 Spiele noch, ja, sieht gut aus. Ja klar, sieht gut aus. Natürlich, das ist ja für meine Seele auch ganz gut. Ich habe jetzt auch nicht gedacht mit 7-1, dass wir Schwabeck jetzt wegfegen würden. Aber ich habe gewusst, ich habe das heute in der Versammlung auch gesagt, vor dem Spiel, dass wir müssen alles geben. Und wenn wir das spielen, was wir können, dann werden wir auch gewinnen. Und wie die Mannschaft da die Antwort gegeben hat, das war halt apathisch und war auch verdient, glaube ich, heute. Von Schwabeck mehr erwartet vor dem Spiel? Das ist mir wurscht, natürlich mehr erwartet. Ich habe ja da einen Zeitungsbericht noch gelesen mit Kaschen Bier und was weiß ich, pro Punkt und so. Das ist mir wurscht, wir müssen unsere eigenen Spiele gewinnen. Und ich hoffe, wenn die anderen Gegner, dass die auch verlieren und so weiter. Also gegen uns, wir müssen einfach unsere eigenen Spiele anschauen. Alles andere interessiert mich gar nicht. Aber die Mannschaft hat halt gut gespielt und hat sich die Tore auch super rausgespielt. Und ich hoffe, dass es auch Mut und Motivation für die nächsten 3 Spiele gibt. Ja, 3 Spiele sind es noch, Paolo. 3 Siege und ihr spielt in der Bezirksliga. Ja, jetzt muss man die 3 Spiele spielen. Ja. Wir haben 4 Spiele gehabt. Ich habe das in der Versammlung am Freitag gesagt, wenn wir alle 4 Spiele gewinnen, dann machen wir Meister. Natürlich hat uns dann Leidershofen gestern den Gefallen gemacht und gleich mit dem Kaufering gewonnen. Aber wir haben selber in der eigenen Hand und wir müssen konzentriert. Jetzt freuen wir uns natürlich heute und dann schauen wir nächste Woche, dass wir genauso auftreten in Diedorf. Das wird eh schwierig genug und so weiter und dann schauen wir mal ganz kurz. Paolo, herzlichen Glückwunsch heute und dann sehen wir uns nächste Woche. Danke dir.